Einen schönen guten Tag. Wir haben in den letzten Stunden über Programmiersprachen gesprochen, also Sprachen, um eben der Hardware die Arbeit beizubringen. Und da haben wir gesagt, es gibt eben verschiedene Generationen mit verschiedenen Zeiten der Entstehung, aber auch mit verschiedenen Möglichkeiten dann, was sie können. Wir haben dann gesehen, es gibt die Paradigmen der Programmiersprachen oder Programmierparadigmen. Die sind für die Sprachen und dann für uns Entwickler wichtig. Und heute wollen wir noch was sehen, und zwar die Unterscheidung, wie ein Programm übersetzt wird, beziehungsweise wann es übersetzt wird und von wem. Und da gibt es zwei ganz große Unterschiede. Und zwar gibt es Programmiersprachen und damit Programme, die werden von einem Interpreter übersetzt, die werden also interpretiert, und es gibt solche Programme, die werden von einem Compiler übersetzt. Und was ist denn jetzt der große Unterschied? Kompilierte Sprachen und kompilierte Programme, die werden vom Programmierer bei der Arbeit, bei der Entwicklung dann übersetzt, und dann werden sie gelinkt und dann sind sie lauffähig. Das ist eigentlich eine klassische Möglichkeit, wie man Programme in Maschinensprache übersetzen kann. Diese Übersetzung erfolgt idealerweise einmal. Also ein Entwickler schreibt sein Programm, und wenn er fertig hat, kompiliert er es, und dann kann man es 1 Million Mal ausführen. Also einmal kompilieren, linken, alles was dazugehört, und nachher 1 Million Mal starten. Also man hat dann das Programm in Maschinensprache, in einem bestimmten Format, also zum Beispiel eben dieses .com oder .exe in Microsoft-Welt oder dieses ELF-Format in der Linux-Welt, und das ist sehr effizient. Die andere Möglichkeit sind die interpretierten Programme und Sprachen. Hier schreibt man ein Programm und es wird nicht kompiliert. Es wird erst zur Laufzeit vom Anwender dann zur Ausführung gebracht. Das ist im Prinzip schon mal langsamer, weil man bei der Ausführung nicht nur das Programm ausführen muss, sondern auch die Übersetzung in Maschinensprache durchführen muss. Also interpretierte Programme, die sind dann immer langsamer. Aber warum macht man es trotzdem? Also trotzdem, da gibt es mehrere Gründe. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, dass man etwas schreibt, nicht schneller, sondern langsamer. Aber das ist unabhängig von der Plattform und der Hardware. Ein paar Beispiele. Man kann zum Beispiel im Internet, im Web, Skripts dann haben, die interpretiert werden. Und zwar in dem Moment, in dem eine Seite aufgerufen wird. Und dieses Interpretieren, das kann serverseitig erfolgen. Also serverseitig wird dann ein Skript ausgeführt und dann wird zu diesem Zeitpunkt des Aufrufs der Seite etwas gemacht, ausgeführt, und das wird dann dort in diesem Moment auch übersetzt, interpretiert. Und das ermöglicht es dann, dass er eben auf vielen Plattformen das gleiche Skript laufen haben können. Also das muss nicht jetzt unbedingt ein Intel sein, es kann was anderes sein. Es muss nicht der Microsoft-Server sein, es könnte ein Linux-Server sein. Hauptsache wir haben den Webserver, der den Interpreter mit dabei hat. Und das ist die Grundlage des dynamischen Webs. Wir können das auch clientseitig haben. JavaScript als Stichwort. JavaScripts werden auf verschiedensten Plattformen mit verschiedenster Hardware dann interpretiert und ausgeführt. Das können wir auf unserem Streichelcomputer haben, das können wir aber auch auf dem Desktop haben. Und der Desktop kann sein ein Microsoft, Intel, kann aber auch ein Mac sein, so ein schönes MacBook zu 3000 Euro kann man auch zum Surfen benutzen. Oder auf dem Handy, mit irgendeiner ganz anderer Architektur, aber das Skript funktioniert, unabhängig von der Hardware und überall mit einer anderen Maschinensprache. Und das ist, weil wir dann das zur Laufzeit dann machen. Andere Anwendung, ganz was Altes, ein Code in einer Office-Datei. Man kann also Office
Programmierung machen, gell? Und dort ist ein Code dann in der Office-Datei dabei und der wird dann ausgeführt, gell? Also ein Makro, gell? Oder so Visual Basic, so. Das ist aber auch interpretiert. Zur Laufzeit wird das ausgeführt, gell? Und ja, also da kommen sich dann verschiedenste Situationen, zum Beispiel was anderes. Es gibt dann so Skripts, gell? Also so Skripts im Betriebssystem, gell? Die machen bestimmte einfache automatisierte Abläufe, mehr oder weniger einfache, gell? Und dort spielt es jetzt eine große Rolle, ob das jetzt mehr oder weniger schnell interpretiert wird, weil die Arbeit, vor allem mit Dateien oder so, ja sowieso unverhältnismäßig länger dauert als das Interpretieren. Und ob ich jetzt von diesen Prozent oder Promille meiner gesamten Laufzeit der Interpretation dann nochmal ein bisschen was wegnehme oder nicht, es macht keinen Unterschied, dann auch in der Geschwindigkeit, gell? Okay, gell? Es gibt also Situationen, wo die Geschwindigkeit nicht so wichtig ist. Und bei den interpretierten Sprachen, gell, da gibt es so Klassiker, gell, also das zum Beispiel, ja, das Basic, gell, war früher bei jedem PC irgendwo mit dabei, gell, also ganz einfach, ja, also eine nicht zu komplizierte Sprache mit einem kleinen Compiler und schon konnte jeder programmieren, gell. Und heute eben auch so die serverseitigen Sachen, PHP, Python, gell, oder die ganzen Sprachen zur systemnahen Programmierung, all die Skriptsprachen der Betriebssysteme, gell, das sind alles so Geschichten, die interpretiert sind. Gell. Klassische kompilierte Geschichten, gell, sind eben solche Sachen wie eben C, C++, gell, Punkt, gell, und die interpretiert, gell, Basic, gell, PHP, Python, gell. Schreiben wir die Bash dazu, gell, also aus dem Betriebssystem Linux, gell. Und ja, und dann hätten wir noch eines, gell, was ist denn Java? Java wird eigentlich kompiliert, aber Java wird nicht in Maschinensprache kompiliert, sondern in einen eigenen sprachspezifischen Bytecode. Und der wird dann in Java Virtual Machine interpretiert. Er ist aber eigentlich schon kompiliert in diesem Bytecode. Gell? Also soll das eigentlich effizienter sein als Skriptsprachen. Gell? Aber es ist oft nicht so effizient wie kompilierte Sprachen. Gell? Also Java ist weder Fisch noch Fleisch. Gell? Aber es funktioniert überraschenderweise doch recht gut. Und die Laufzeit ist für ganz viele Fälle und Situationen geeignet. Das war's.